Mein erster Höhepunkt musikalisch war in London und ich habe damals 16-jährig die Matthäus-Passion gesungen unter Franz Welser Möst und mit dem London Philharmonic Orchestra. Und ich habe damals begonnen zu kapieren, was Musik bewegen kann, berühren kann, was Musik überhaupt bedeutet. Und von da an wusste ich, das ist die Welt, das ist meine Welt, ich werde immer mit Musik sein. Mein Kernrepertoire umfasst im Wesentlichen Mozart, Beethoven, Haydn, also die großen klassischen Komponisten. Dann weiter in die Romantik, Schubert, Mendelssohn, Brahms, bis hin Dvorak, Bruckner, Gustav Mahler. Das ist so das Kernrepertoire und geht aber dann schon auch weiter in die russische Romantik, Tschaikowski, Rachmaninow. Noch einmal. Wenn ich eine Sinfonie für mich neu erarbeite oder auch eine Oper, ist mal grundsätzlich die Partitur das Ausschlaggebende. Ich lese die Partitur, ich stelle mir das vor, ich spiele das auch am Klavier durch. Ich höre mir nicht sehr viele Aufnahmen an. Wenn ich diese Noten lese, habe ich die Musik im Ohr. Ich brauche keine Musik dazu. Auch wenn ich irgendwo studiere, nehme ich selten ein Klavier dazu, denn ich höre die Musik, wenn sie in der Partitur erscheint. Die eigene Interpretation wächst mit dem Lesen des Werks und mit dem Vorstellen. Also dann natürlich kommt auch dazu, dass ich lese. Ich lese Bücher über die Komponisten oder auch über die Zeit, in der die Komposition stattgefunden hat, oder auch Briefe, die in dieser Komposition in einem Kontext stehen, und baue mir dann um die Sinfonie eine Geschichte, was der Komponist von uns wollte und was es in der heutigen Zeit mit dieser Sinfonie auf sich hat, was sie bewirken kann. Und dann ist es ganz ausschlaggebend, die Aufführungspraxis zu beobachten. Man kann heute Beethoven nicht mehr so spielen wie vor 40 Jahren. Man setzt jetzt andere Pauken ein und andere Instrumente. Und das ändert auch den Klang. Ich habe vor 10 Jahren Beethoven ganz anders dirigiert als jetzt. Es wächst und ich werde in 10 Jahren wieder anders an die Partitur herangehen. Das finde ich auch sehr spannend an Kompositionen. Also 86 müsst ihr aufpassen, dass die sechste Achtel nicht rausknallt. Das klingt nicht schön in dem Saal. Das pufft so, bam, bam. Also ich würde ein Meno fortissimo machen. Noch einmal. Grundsätzlich probiere ich großflächig, aber dann, wenn der große Bogen da ist, gehe ich in kleine Details rein und mache dann oft auch ein Copy-Paste. Man kann Phrasen wiederholen sich. Wenn man es einmal festgelegt hat, wie die Dynamik hier ist, wie unser Piano ist, dann kann man sagen, ihr erinnert euch, das war das Piano. Also beides zusammen. Großflächig und dann im Detail. Bia, 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 bia. Nicht schreiend, gepflegtes. Gepflegtes Sforzato bitte. Dafür darf es 167 etwas krachen. 1, 6, 7. Am Dirigieren erfüllt mich einfach dieses große Puzzle zusammenzubringen und den Klang, die Phrasen, die Leidenschaft des Orchesters zu packen und damit das Publikum zu berühren.